bin auch bei Freirad in 5,9 MHz. Bin ja schon fast 10 Jahre dabei und habe die Gelegenheit gehabt, oder die Gelegenheit gefunden, da Sendungen zu machen. Das ist ein Radioverein, wo man ehrenamtlich Sendungen macht. Das ist über einen normalen 40-Stunden Brotjob. Und wie andere Leute in ihrer Freizeit vom Berg raufradeln, verwende ich einen Teil meiner Zeit, um dieses Werk auch am Laufen zu halten. Einerseits, um selber Sendung zu machen, was auch Spaß macht und wo ich einfach auf Leute komme, die auf die ich sonst nicht kommen würde. Und der Hauptteil davon ist aber, dass ich es wichtig finde, die Idee von Freirad, dass Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme bekommen. Ne? Ohne die Ehrenamtlichen hier bei Freirad gibt es Freirad gar nicht. Danke an alle Freiwilligen. Die Vielfalt an Meinungsfreiheit und Äußerung, die es jetzt leistet. Und zwar 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Leute kriegen Öffentlichkeit, die können ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen, können unter anderem auch das in die Öffentlichkeit bringen, wie eine Demokratie funktioniert. Das hat was mit dem zu tun, dass man aufstehen kann und sagen kann, was man von politischen Verhältnissen, was man von gesellschaftspolitischen Verhältnissen, von sozialen Verhältnissen, von kulturpolitischen Verhältnissen haltet. Also das ist das, was da bei Freirad funktionieren kann. Und das ist das, wo sich Leute engagieren und das machen. Und nur über das, dass das nicht bezahlte Arbeit ist, lässt sich dieses System überhaupt aufrechterhalten. Und das ist der einzige Grund, warum die EU sich plötzlich denkt, das müssen wir jetzt hochhalten, das müssen wir feiern. Und diese Vereine, die demokratiepolitisch wirklich was dazu beitragen, dass diese unsere Demokratie sich irgendwie weiterentwickelt und irgendwas bewegt, die werden nur niedergehalten und null gefeiert. Thank you.